Nächster Redner von den Freiheitlichen, Alois Kainz. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Rechnungshofpräsidentin, Hohes Haus, geschätzte Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen. Eines vorweg, mich haben in der Vergangenheit schon einige Berichte des Rechnungshofes auf die Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge verwundert. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass von den geprüften Stellen ein so ein sorgloses Vorgehen in Zusammenhang mit Vorschriften geben kann. Meines Erachtens ist das leider wieder so im Bericht. Die Generalversammlung hält zweimal pro Jahr eine Sitzung ab. Jedoch stellte der Rechnungshof fest, dass in den Sitzungsprotokollen oftmals die Beschlussfassung mangelte. Insbesondere in Bezug auf das Budget des Jahres 2011 und 2012. Die Erfüllung der Aufgaben des Kuratoriums stellt sich ebenfalls als mangelhaft heraus. In den Jahren 2012, 2013 und 2015 wurden die vierteljährlichen Kuratoriumsintervalle nicht eingehalten. Kritisch beurteilt der Rechnungshof außerdem die Tatsache, dass die NADA dem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur Verfügung stellte, den er auch privat nutzen konnte. Jedoch ohne schriftliche Vereinbarung in Bezug auf die Kostentragung der Treibstoff- und Mautkosten sowie eventuelle Verkehrsstrafen und Kosten für Schäden für das Auto. Weiters beschäftigt sich der Rechnungshof auch noch mit dem Rücktritt des Geschäftsführers im Jahre 2012. Schlussendlich einigte er sich mit dem Ministerium auf eine Gehaltsfortzahlung von 11 Monaten bei gleichzeitiger Dienstfreistellung. Der Rechnungshof beurteilte diese Einigung als überaus großzügig und dem kann ich nur zustimmen, denn die Prüfung an Alternativen war definitiv mangelhaft. Was mich wirklich verwundert, warum gibt es so viele Missstände? In jeder noch so kleinen Gemeinde vor Ort gibt es ein Mindestvorgaben an Gemeinderatssitzungen, wo sich ein jeder Bürgermeister auch daran hält. Oder die unendlich vielen Vereinsobmännern vor Ort, die sich gemäß an ihren Statuten das Vorgehen erarbeiten und ordnungsgemäß absolvieren. Meine Damen und Herren, ich denke, hier gibt es einen enormen Nachholbedarf und Organisationsbedarf, nicht nur für die NADA selbst, sondern auch im Ministerium. Ich hoffe daher, dass die Empfehlungen des Rechnungshofes baldigst umgesetzt werden, um dieses Chaos ein Ende zu bereiten. Danke.